mächtige Kreideklippen, noble Seebäder und malerische Landschaften. Die Normandie. Eine Region, die einem auf unterschiedlichste Art und Weise den Atem raubt. Ohne ihn hätte ich es nie geschafft. Das freut einen. Im Landesinneren brennen die Normannen und ihre Herzen für ihr flüssiges Gold. Ich heize das Feuer an, damit der Alkohol verdunstet. Leben im Rhythmus der Gezeiten. An der Küste gibt das zurückweichende Meer eine faszinierende Welt frei. In alle Richtungen. Auf einer Felseninsel im Meer thront ein imposantes Kloster. Der schönste Ort der Welt. Wild und mondän. Die Normandie. Inmitten eines glitzernden Watts liegt der Mont Saint-Michel, das Wunder des Abendlandes. 157 Meter hoch erhebt sich der Klosterberg über die Bucht. Majestätisch überragt er die weite Ebene an der Westküste der Normandie. Seit 40 Jahren gehört der Mont Saint-Michel zum Weltkulturerbe der UNESCO. Heute zählt er mit über 3 Millionen Touristen im Jahr zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Ein magischer Ort voller Geheimnisse. Bonjour, je suis Xavier Bailly, je suis le maître des clés. Xavier Bailly ist der Direktor des Mont Saint-Michel. Mit seinem großen Schlüsselbund sieht er täglich nach dem Rechten. Er weiß um die Magie dieses Ortes. Der Mont Saint-Michel zieht die ganze Welt an, weil er alles vereint, was uns Menschen seit jeher fasziniert. Religion, Geschichte, Architektur. Und nicht zuletzt ist es ein Ort immenser Schönheit, an dem die Natur mit der Kunst verschmilzt. Es ist der schönste Ort der Welt. Der Bau des Mont Saint-Michel beruht auf einer Legende. Im Jahr 708 soll der Erzengel Michael um die Errichtung einer Kapelle auf der Felseninsel gebeten haben. Seit über 1300 Jahren nun zieht der Klosterberg tausende Pilger und Besucher an. Zwischen den Touristenscharen leben noch heute Mönche und Klosterschwestern. Xavier Bailly bringt uns mit seinem Schlüsselbund exklusiv an einen Ort, der normalen Besuchern verschlossen bleibt. Auf das Dach des Mont Saint-Michel. Dabei braucht er die vielen Schlüssel längst nicht nur für seine Arbeit. Ich habe so viele Schlüssel, die ich hier für meine Arbeit brauche. Aber ich habe auch meinen Haustürschlüssel hier am Mont Saint-Michel. Er wiegt schon viel. Der Mont Saint-Michel. Ein magischer Ort, an dessen Füßen täglich ein imposantes Naturschauspiel stattfindet. Denn in der Bucht des Klosterbergs herrschen die stärksten Gezeiten Europas. Bei Ebbe zieht sich das Meer bis zu 15 Kilometer zurück. Für Direktor Xavier Bailly der schönste Arbeitsplatz der Welt. Es ist ein großes Privileg, hier leben und arbeiten zu dürfen. Denn egal welche Jahreszeit, welcher Tag, welches Wetter, es ist immer, wirklich immer, unfassbar schön. Das sagenumwobene Kloster auf der Felseninsel im Meer fasziniert die Menschen seit über 1000 Jahren. Für viele ist es das Wahrzeichen und Glanzlicht der Normandie. Für Xavier Bailly Arbeitsplatz und Zuhause gleichermaßen. Der Mont Saint-Michel. Das Wunder des Abendlandes. Im Landesinneren bewahrt die Normandie für manch einen noch ganz andere Schätze. Salut, je m'appelle Adrien et j'avoue que j'ai un petit faible pour une vieille dame française. Diese französische Dame ist 71 Jahre alt und aus Blech. Der Citroën 2CV, die Ente. Adrien hat eine kleine Werkstatt im Süden der Normandie. Dort hat er sich auf dieses legendäre französische Auto spezialisiert. Seine Liebe zur Ente begann früh.
Mit 14 habe ich hinten bei uns im Garten eine alte Ente entdeckt und meine Eltern gefragt, was sie damit machen. Sie meinten, wenn du willst, kannst du sie haben und daran rumbasteln. Ich habe sie dann komplett zerlegt. Das war das reinste Puzzle. Viele Teile waren in sehr schlechtem Zustand und ich habe etwas den Mut verloren. Aber von da an hing ich drin. Ich habe eine zweite gefunden und eine weitere gekauft. Man hat mir noch eine gegeben. Und jetzt ist es unmöglich, in einem anderen Auto zu fahren. Ich bin jeden Tag mit meiner Ente unterwegs. Der Kult um die Ente reicht um die ganze Welt. John ist aus Australien und ein großer Freund des 2CV. Wie auch von Adrien. Hey John, ça va? Macht sie immer noch dieses Geräusch? Ja. Dann schauen wir uns das mal an. Auf geht's. Adrien und John wollen bei einer Testfahrt dem Störgeräusch nachgehen. Aber nicht ohne vorher das Rolldach der Ente zu öffnen. Eines der Markenzeichen des 2CV. Der 2CV, das französische Auto für den kleinen Mann. Bei ihrer Vorstellung 1948 wurde die Ente nur belächelt. Doch mit den Jahren fuhr sie sich in die Herzen der Menschen und verkaufte sich millionenfach. Bei Liebhabern wie Adrien und John sind ihr Charme und ihre kleinen Eigenheiten bis heute ungebrochen. Ich hänge meinen Arm raus, weil die Leute den Blinker an der Ente häufig übersehen. Macht dein Finger auch dieses Klickgeräusch? Der 2CV. Heute ist das ehemalige hässliche Entlein eine Autolegende. Besonders charakteristisch die einmalige Kurvenlage und die robuste Technik. Wenn auch hier und da mit kleinen Macken. Ich kontrolliere den Tank. Tut sich nichts? Nein. Mehr Nutzfahrzeug als Auto. Durch die gute Federung sollte man einen Korb Eier bruchfrei über einen Feldweg fahren können. Dabei brachte es das erste Entenmodell mit 9 PS auf bis zu 70 km pro Stunde. Läuft doch ganz gut, das Auto. Absolut, ja. So sind halt die Enten. Man muss sich Zeit lassen. Das sind alte Damen. Die darf man nicht überfordern. Die Ente. Für Liebhaber wie Adrien und John weit mehr als nur ein Auto. Da ist ein kleines Geräusch, aber nichts Dramatisches. Okay, gut. Ich muss wieder in der Werkstatt weitermachen. Wir sehen uns dann später. Okay, gut. Entwarnung. Mit der Ente ist alles in Ordnung. Wir schauen später noch mal in die Werkstatt zu Adrien. Yo, moi c'est Kylian et mon travail c'est d'aider les gens à pousser leurs propres limites. Im Westen der Normandie stehen die Überreste einer alten Eisenbahnbrücke von Gustav Eiffel. Züge fahren längst nicht mehr. Hier wird seit 1990 Bungee gesprungen. Kilian und seine Kollegen machen die elastischen Seile selbst. Oberstes Gebot, immer zu zweit. Wir arbeiten immer nach dem Vier-Augen-Prinzip. Wir müssen hier exakt 16 Lagen legen. Wäre ich jetzt alleine und ich würde mich verzählen, dann würde das elastische Seil später falsch reagieren. Der Grund für die eigene Herstellung, höchste Sicherheitskontrolle von Anfang an. 16 Latexbahnen bilden hier den Kern eines Bungee-Seils für 40 bis 60 Kilogramm Körpergewicht. Das Kernstück des Seils spannen Kilian und sein Kollege Pierre anschließend auf die doppelte Länge und ummanteln es mit einer letzten Latexschicht. Kilians Arbeitsplatz, eine Plattform auf einem der steinernen Brückenpfeiler von 1887. Bevor sich Wagemutige hier ihren Adrenalinkick holen, müssen Kilian und seine Kollegen die Anlage vorbereiten. Wichtigster Arbeitsschritt, akribischer Materialcheck. Das darf nicht jeder machen.
Erst durchläuft man eine 1,5- bis 3-jährige Ausbildung und erst dann darf man diese Verantwortung übernehmen. Dann macht man die Dinge auch in Ruhe und nicht unter Stress. Hier oben einen kühlen Kopf bewahren, das fällt den meisten Besuchern der Anlage schwer. So auch der 18-jährigen Agathe. Ich habe vor allem Angst, dass das Seil reißt oder dass ich mich nicht traue. Da bin ich sehr enttäuscht. Das Soulœuvre-Viadukt von Gustav Eiffel. Von hier wird Agathe ihren ersten Bungee-Sprung wagen. Du wirst sehen, es macht Angst. Das braucht man sich nicht schön zu reden. Aber egal was ist, ich bin da. 61 Meter. Kilian weiß, wie wichtig bei diesem Blick in die Tiefe mentale Unterstützung ist. Er versucht der 18-jährigen Agathe, ihre Angst zu nehmen. Heb das Kinn an, konzentrier dich auf die Hügel und auf meine Stimme. Ich kann nicht. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Mal. Ich stand vorne, meine Hände zu Fäusten geballt, die Arme total angespannt, Zähne zusammengebissen. Und dann 3, 2, 1 und ich bin gesprungen. Nach dem ersten Mal glaubst du, der Knoten ist geplatzt. Aber auch bis zum 15., 20. Sprung bleibt es eine Herausforderung. Und dann doch, Agathe wagt den Sprung in die Tiefe. Das war genial. Ich würde am liebsten gleich nochmal springen. Erst dachte ich, ich schaffe das nicht. Aber dank der tollen Unterstützung habe ich mich getraut. Echt super. Das Soulœuvre-Viadukt im Westen der Normandie. Eine alte Eisenbahnbrücke von Gustav Eiffel wird zum Brennpunkt extremer Adrenalinkicks und persönlicher Grenzüberschreitung. Der Sprung ins Leere. Kilian weiß, welche Bedeutung die Überwindung der eigenen Ängste für viele Menschen hat. Für ihn ein Traumjob. Man ist glücklich über die Arbeit, die man macht. Auch wenn man in der Freizeitbranche unterwegs ist, macht man doch etwas Nützliches für die Menschen. Und zu wissen, dass die Leute ihren Freunden erzählen, ohne den Typen hinter mir hätte ich es nie geschafft. Das ist einfach schön zu hören. Die Normandie. Nur etwa eine Stunde von Paris entfernt prägen kilometerlange Sandstrände. Imposante Herrenhäuser und mondäne Seebäder, das Bild der Region im Nordwesten Frankreichs. Sie ist die Wiege der Sommerfrischen und des Strandtourismus in Europa. Ihre einmalige Anziehungskraft besitzt die Normandie bis heute. Doch die Normandie ist nicht nur sanft, sie ist auch wild. Ein besonders spektakulärer Küstenabschnitt sind die Kreidefelsen bei Etretat. Dabei gibt es viele Wege, die außergewöhnlichen Felsformationen zu bestaunen. Bonjour, je suis Yves, l'homme qui marche sur l'eau. Yves Devarieux und seine Freunde sind leidenschaftliche Stand-up-Paddler. Regelmäßig trifft sich die Gruppe für Ausflüge entlang der eindrucksvollen Kreidefelsen. Stand-up-Paddeln. Für Yves der ultimative Sport.
Stand-up-Paddle ist einfacher als Windsurfen, was sehr physisch ist, und einfacher als Surfen, wo man sehr agil sein muss. Außerdem ist man aufrecht auf dem Wasser. Das ist etwas Besonderes. Stand-up-Paddeln hat in den letzten Jahren einen absoluten Boom erlebt. Verständlich, wenn man sich vor so spektakulären Kulissen bewegen kann wie in Etretat. Durch die mächtigen Felstore hindurch paddeln, ein atemberaubendes Erlebnis. Ein Sport für Groß und Klein. Für Florence war Stand-up-Paddeln anfangs jedoch noch eine Herausforderung. Ich mache Stand-up-Paddeln erst seit kurzem. Ich hatte Angst vor dem Wasser, aber dank des Zuspruchs meiner Freunde habe ich es ausprobiert. Ich kann es nur empfehlen. Es macht wirklich Spaß, vor allem in der Gruppe. Die drei Felsentore bei Etretat mit bis zu 75 Meter Höhe machen den Ort weltberühmt und zu einem Traumspot für Wassersportler. Die maritime Erosion und ein unterirdischer Fluss sollen den Felsen ihre einmalige Form gegeben haben. An manchen Stellen bricht der Fluss sogar aus dem Gestein. Stand-up-Paddeln vor gigantischer Kulisse. Für Yves jedes Mal wieder ein Highlight. Der Sport gehört einfach zu meinem Leben. Ich fühle mich entspannt, bekomme den Kopf frei und ich kann nach der Arbeit oder am Wochenende komplett abschalten. Vor allem an einem so außergewöhnlichen Ort wie Etretat. Die imposanten Kreidefelsen bei Etretat. Sicherlich einer der landschaftlichen Höhepunkte der Normandie. Vor allem vom Wasser aus gesehen. Von der Küste zurück ins Landesinnere, in die Autowerkstatt von Entenliebhaber Adrien. Es hat sich eine Kundin angemeldet. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Adrien. Bonjour. Haben Sie gut hergefunden? Ja, danke. Ich hab's ja nicht so weit. Okay. Das ist also die Ente. Richtig. Ich habe ein ernstes Problem. Denn bis Juni 2020 muss unbedingt etwas gemacht werden. Schauen wir mal. Die Kundin befürchtet, keinen TÜV mehr für ihren 2CV zu bekommen. Einer von über 5 Millionen Stück, die bis 1990 verkauft wurden. Heute sollen in Frankreich nur noch 100.000 Enten fahren. Ich drehe eine Runde und schau sie mir an. Die Achillesferse der Ente, sie rostet. Beim 2CV der Kundin ist der ganze Unterboden zerfressen. Ein schmerzlicher Anblick. Es ist sentimental. Manche Menschen verstehen das vielleicht nicht. Es stecken so viele Erinnerungen drin. Meine Kinder habe ich darin überall hingefahren. Meine Tochter habe ich in meiner Ente zum Standesamt gebracht. Es sind so viele Dinge. Doch Rost ist hier nicht das einzige Problem. Sie haben ihn seitdem nie wieder aufgemacht? Seit ich das Dach getauscht habe? Nein. Der Kofferraum klemmt. Adrien zögert nicht, ein paar Schrauben zu lockern. Die unkonventionelle Anforderung beim Bau des 2CV vor über 70 Jahren lautete: Platz für einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein. Ist doch schlimm, nach dem Einkaufen seinen Kofferraum nicht nutzen zu können. Adrien weiß, wieso die Kofferraumklappe hakt. Das Scharnier ist nicht exakt da, wo es sein sollte. Deswegen fällt die Klappe zu tief. Die Lösung? Eine neue Klappe muss her. Und das geht bei der Ente mit nur zwei Handgriffen. Denn das französische Volksauto sollte von Anfang an vor allem eines sein: pragmatisch. Ich gebe Ihnen die von James Bond. Immerhin, ein Problem wäre gelöst. Alles ist so simpel, so intelligent. Es gibt nicht viele Autos, die so viele kleine Kniffe haben. Die Ente ist wirklich der Inbegriff von einfacher Technologie und Logik. So dass man sich fragt, ja klar, warum ist man nicht schon viel früher darauf gekommen? Jetzt fehlt nur noch der Blick unter die Motorhaube. Die Gangschaltung der Ente bereitet Adrien Sorgen. Normalerweise sollte der sich nicht so drehen. Das will sich Adrien genauer ansehen. Er probiert die typische Revolverschaltung des 2CV. Auch hier gilt das Motto: äußerst simple Technik, aber funktional.
bleibt die Frage, wie viel muss die Kundin reinstecken, um ihre Ente fit für den TÜV zu bekommen? Also ich glaube, mit 6.000 bis 8.000 Euro müssen Sie rechnen. Ich habe schon häufig überlegt, ob ich sie nicht verkaufen soll. Ich sage mir dann, es reicht, sie nutzt mir kaum noch. Aber im letzten Moment mache ich immer einen Rückzieher. Der 2CV, einst billiges Volksauto, heute zunehmend kostspielige Nostalgie. Und trotzdem, für Adrien das Traumauto. Die Ente ist meine erste große Liebe. Ich bin kein Automechaniker, sondern Karosseriebauer. Aber den Motor einer Ente, den kann ich reparieren. Aber halt auch nur den. Hoffen wir, dass dank Adrien die Ente noch lange weiter schnattert. Gleich bei Grenzenlos. Außergewöhnliche Wattwanderung zwischen Treibsand, steigender Flut und traumhafter Kulisse. Die Normandie, die Apfelregion Frankreichs. Geschätzt 10 Millionen Apfelbäume soll es hier geben. Grundlage für so manche fruchtige Gaumenfreude. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Olivier, je fais l'or normand. Das normannische Gold, Calvados. Der bernsteinfarbene Apfelbranntwein ist das Kultgetränk der Normannen. Jean-Baptiste Olivier ist Destillateur. Mit seinem Brennkessel ist er auf dem Weg zu seinem Kunden. Dieser will seinen Cidre, nichts weiter als vergorener Apfelsaft, mit Jean-Baptistes Hilfe in Calvados verwandeln. Das ist ein Brennkolben zur zweifachen Destillation. Hier drin habe ich bereits Cidre destilliert und den ersten Brand erhalten. Dieser erste Brand muss ein zweites Mal destilliert werden. So verlangt es das Calvados-Rezept aus dem Pays d'Auge, einer Landschaft im Osten der Normandie. Kunde Manu bringt den letzten Brand. Salut! Ça va? Et toi? Bah oui, depuis. T'es déjà arrivé? Depuis l'autre jour. Der einst goldene Cidre ist nach dem ersten Brenndurchgang durchsichtig. Jean-Baptiste und Manu befüllen den Kupferkessel mit der klaren Flüssigkeit, um den samtig fruchtigen Calvados zu machen. Und dann fehlt zum Destillieren nur noch eines. Feuer. Ich heize das Feuer an, damit der Alkohol verdunstet. Dazu braucht es etwa 80 Grad. Am Anfang muss ich besonders stark einheizen und dann das Feuer konstant halten, um nur den guten Alkohol zu verdunsten. Das Feuer unter dem Kupferkessel brennt. Und dann heißt es warten. Und warten. Und warten. Eine Stunde später. Jean-Baptiste macht sich bereit. Gleich fließen die ersten Tropfen. Mit seinem Alkoholmeter prüft er den Alkoholgehalt. Er ist nicht so stark, wie ich dachte. Das sind jetzt 76%. Noch ist es nicht geschafft. Die ersten Liter schmecken scharf und brennen auf der Zunge. Der eigentliche Calvados ist der Mittelteil des Destillats, das Herz. Immer wieder probiert Jean-Baptiste den Geschmack und Alkoholgehalt. Bis endlich Calvados fließt. Man muss den richtigen Moment abpassen, um den Schnitt zu setzen. Endlich, das normannische Gold fließt. Die goldene Farbe erhält Calvados jedoch erst nach jahrelanger Lagerung in Holzfässern. Auftraggeber Manu sieht nach dem Rechten. Und, läuft das noch immer? Ja. Was macht der Geschmack? Gar nicht mal schlecht. Der Alkoholgehalt? Ich hatte eben 70%. Kriegen wir dieselbe Qualität wie letztes Jahr? Vielleicht sogar besser. Der Alkoholgehalt ist höher. Zeit für eine Pause? Ja, passt. Na dann los. Zeit für eine kleine Stärkung. Schließlich fließt der Calvados von alleine. Egal ob Cidre,
Pommeau mit Apfelsaft verdünnter Calvados oder Calvados pur. Sie alle sind Teil und Ausdruck der normannischen Lebensart. Und warten lässt es sich so auch viel angenehmer. Nach etwa 3 Stunden ist das Herzstück, der Calvados, durchgelaufen. Jean-Baptiste bringt ihn in den Lagerraum. Hier wird er für mindestens 3 Jahre in Holzfässern liegen. Nach dieser Zeit erhält der Calvados seine gewünschten 40 Volumenprozent Alkohol, aber vor allem seine goldene Farbe. Ein Leben ohne Calvados, für Jean-Baptiste undenkbar. Es ist meine Leidenschaft. Alles begann damit, dass ich eine Zeitungsanzeige gelesen habe, in der der ehemalige Besitzer einen Nachfolger für seinen Brennkolben suchte. Ich habe ihn 3 Monate lang begleitet und dann bin ich alleine los. Und ich habe es nie bereut. Die letzten Tropfen versiegen. Zeit für den Geschmackstest. Jean-Baptiste und Manu ziehen den Vergleich. Wie vielversprechend schmeckt der frisch gebrannte Calvados den beiden? Manu ist begeistert. Sehr aromatisch, besser als der vom letzten Jahr. Ein vielversprechender Jahrgang. Jean-Baptiste und Manu sind zufrieden. Je länger der Calvados jetzt in Holzfässern lagert, desto samtiger und aromatischer schmeckt er. Und desto kostbarer wird ihr normannisches Gold. Vom normannischen Hinterland ins Tal der Seine, nach Rouen. Die Stadt der 100 Kirchtürme und 1000 Fachwerkhäuser ist mit 110.000 Einwohnern die Hauptstadt der Region. Bekannt als Stadt der Impressionisten ist Rouen auch heute beliebt bei kreativen Köpfen. Bonjour, je m'appelle Julien Colbeau et moi je donne des ailes. In der mittelalterlichen Innenstadt von Rouen ist Julien Colbeau auf Mission. Der junge Designer ist auf der Suche nach einem Stoff für eine neue Kreation. Dabei hat er sich auf ein ganz besonderes Männeraccessoire spezialisiert. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich suche einen fein gemusterten Stoff, weil ich Fliegen mache. Wenn mir ein Stoff gefällt, dann vergucke ich mich quasi ein wenig in ihn. Und ich sage mir, wenn es mir so geht, dann vergucken sich hoffentlich meine Käufer auch ein wenig in meine Fliegen. So arbeite ich. Das Designerherz von Julien ist fündig geworden. Mit dem neuen Stoff geht Julien direkt in sein Atelier. Durch die kleinen Gassen, die kopfsteingepflasterten Straßen und die pulsierende Altstadt Rouens mit ihren zahlreichen Bars und Cafés. In Juliens Atelier bei ihm zu Hause. Hier fertigt er seine Fliegen, alle per Hand. Angefangen hat er mit der Nähmaschine seiner Oma. Sogar das Nähen brachte Julien sich alleine bei. Seinen ersten Versuch von vor 3 Jahren besitzt er noch immer. Ich zeige Ihnen meine erste Fliege. Sie ist wirklich sehr, sehr hässlich. Aber für jemanden, der zuvor in seinem Leben noch nie genäht hat, ist das Ergebnis gar nicht mal schlecht. Und so hat es angefangen. 3 Jahre später hat Julien fast 120 Fliegen in seinem Sortiment. Seine Leidenschaft für Stil teilt er mit einem anderen Normannen, der Modelegende Christian Dior. Ein Vergleich unangebracht. Nein, nein, ich bin meilenweit entfernt von Christian Dior. Ich bin nur ein kleiner Fliegenmacher. Aber ich hoffe, dass ich meinen Beruf nach meinen Fähigkeiten und mit Leidenschaft mache. Ich habe noch genauso viel Spaß daran wie zu Beginn. Der letzte Stich. Nach 1 Stunde ist die Fliege fertig. Zurück in der Innenstadt von Rouen. Hier verkauft Julien seine Fliegen in einer kleinen Gemeinschaftsboutique mit anderen Kreativen der Stadt. Juliens Kreationen hip, bunt und modern.
Was sagen seine Kolleginnen Stephanie und Camille zu der neuen Fliege? Ah, sehr schön. Tolle Farben. Super. Julien ist sehr penibel, sehr genau. Und falls es mal Probleme in der Boutique gibt, kann man sich immer auf ihn verlassen. Ja, wenn er sagt, er macht das, dann macht er das auch. Und er ist in der Tat sehr pingelig, manchmal schon fast besessen. Aber das ist auch seine Qualität. Juliens neue Fliege. Ein voller Erfolg. Die drei möchten den Tag mit einem kühlen Getränk ausklingen lassen. Die engen Gassen, die bunten Fachwerkhäuser und die allgegenwärtige Geschichte. Für Julien ist ein Leben außerhalb von Rouen undenkbar. Ich bin öfter schon weggezogen, aber immer wieder nach Rouen zurückgekehrt. Hier habe ich meine Wurzeln, meine Freunde, meine Familie. Hier gehöre ich hin. Rouen, die Hauptstadt der Normandie, besticht durch ihre zahlreichen Facetten. Jung, charmant und dynamisch. Die Stadt an der Seine ist schon lange Inspirationsquelle für Künstler und beflügelt kreative Geister. Wie Julien Colbeau. Bonjour, mein Name ist François Lamotte d'Argy. Meine Welt geht zweimal am Tag auf. Der Mont Saint-Michel. Bereits im Mittelalter durchquerten Pilger zu Fuß die Bucht zum Wunder des Abendlandes. Doch die Durchquerung ist nicht ungefährlich. Heute gibt es Wattführer, wie François. Sich der Klosterinsel zu Fuß nähern, damals wie heute ein besonderes Erlebnis. Noch ein Sicherheitshinweis. Es ist wichtig, dass ihr immer hinter mir bleibt. Dann gehe ich mal vorne weg. Seid ihr bereit? Dann mal los. In der Bucht des Mont Saint-Michel herrschen die stärksten Gezeiten Europas. Bis zu 15 Kilometer zieht sich das Meer bei Ebbe zurück und hinterlässt eine glitzernde Welt aus Watt. Voll eindrucksvoller, aber zugleich auch tückischer Überraschungen. Dieser Bereich hier ist sehr günstig für die Entstehung von Treibsand. Seht ihr? Hier bewegt es sich ein wenig. Unterirdische Wasserläufe machen den Boden an manchen Stellen wackelig. Durch Hüpfen wird dieses unterirdische Wasser nach oben gepumpt. Und man steht mit den Füßen im Treibsand. Wenn ich ein wenig wackle, dann kann ich mich sehr weit einsinken lassen. Und wie ihr seht, es hält schon ziemlich gut. Man kann Superman machen. In alle Richtungen. Was nach viel Spaß aussieht, kann hier in der Bucht des Mont Saint-Michel aber auch schnell gefährlich werden. Man muss doch aufpassen. Wenn man nicht eine gute Mobilität hat, kann es eine Falle sein, wenn sie mit einer Gruppe die Bucht durchqueren. Und wenn sie dann blockiert sind und die Flut dazu bald kommt, dann ist es wirklich eine Gefahr. Aber es ist auch eine sehr große Attraktion, besonders für Kinder. François' Gruppe ist von der Wanderung begeistert. Ich liebe es. Man ist in der Natur vor dieser traumhaften Kulisse. Mit den Füßen im Wasser und im Treibsand. Es ist wirklich genial. Man entdeckt den Mont Saint-Michel manchmal ganz neu. Und wir haben Glück. Wir haben die Füße im Wasser. Das Wetter ist schön. Eine tolle Erfahrung. Eine weitere Besonderheit der 500 Quadratkilometer großen Bucht. Hier fließen drei Flüsse. Einer von ihnen ist die Selune. Wir durchqueren gleich die Selune. Dabei ist es wichtig, dass wir zusammenbleiben. Der Grund kann etwas uneben sein. Ihr solltet nicht stehen bleiben, um Fotos zu machen, sondern zügig durchgehen. Und wir durchqueren den Fluss nicht hintereinander, sondern wir verteilen uns in die Breite. Alles klar? Los geht's. Drei Stunden dauert François' Ausflug in die Bucht. Eine Wattwanderung ohne Führer durchaus gefährlich.
Denn man muss die Zeit und die Gezeiten immer fest im Blick haben. Es ist jetzt Süßwasser, die dann in dieses Flussbett geht. Aber in etwa einer Stunde wird es anders sein. Denn dann kommt die Flut. Und das geht in der Bucht des Mont Saint-Michel zum Teil rasend schnell. 15 Meter beträgt der Tidenhub. Der größte in Europa. Wenn wir stärkere Gezeiten haben, kommt die Flut deutlich schneller. Und es gibt regelmäßig Feuerwehreinsätze aus Mont-Saint-Michel. Sie retten Menschen aus der Bucht, die von der Flut eingekesselt wurden. Weiter geht's, das Meer steigt. Das Meer kehrt zurück. Und mit ihm seine Bewohner. Sogar Seehunde gibt es hier. Die gefährlich schöne Bucht, sie fasziniert. Bei François begann diese Liebe schon früh. Ich bin hier aufgewachsen und als ich ein Kind war, hatte ich einen Lehrer, für den es wichtiger war, uns seine Leidenschaft für die Bucht weiterzugeben, als uns Lesen und Schreiben beizubringen. Das hat er auch sehr gut geschafft, ich glaube. Und also ich war immer hin und her, habe woanders hin studiert, aber ich habe immer gemerkt, dass mir etwas fehlte und bin zu Ende hier zurück zu meiner Bucht gekommen. Wie im Mittelalter barfuß die Bucht durchqueren und dabei dem Wunder des Abendlandes Stück für Stück näher kommen. Ein absolutes Highlight. Gleich bei Grenzenlos, ein malerisches Hafenstädtchen. Ein leidenschaftlicher Koch und das Geheimnis der normannischen Algen. Die Normandie. Die 600 Kilometer lange Küste und das Meer prägten schon immer das Leben der Einwohner. Eine wahre Perle ist das Fischerörtchen Honfleur. Mit seinen schmalen Fachwerkhäusern, seinem alten Hafenbecken und den malerischen Gassen sprüht das Städtchen vor maritimem Charme. Kein Wunder, dass bei so viel Meer Fisch und Meeresfrüchte fest zum Speiseplan der Normannen gehören. Bonjour, je m'appelle Thomas Henry. Ici, on est dans la région des 3C. Mais moi, je connais tout l'alphabet. Camembert, Calvados und Cidre. Diese drei machen aus der Normandie die Region der 3C. Thomas ist Koch in Honfleur. Seine kulinarische Palette geht aber noch viel weiter. Auf dem pittoresken Fischmarkt von Trouville, einem Nachbarort von Honfleur, ist er auf Mission. Ich möchte heute Fisch kaufen. Für ein neues Rezept, das wir auf unsere Speisekarte im Restaurant setzen möchten. Ich bin gespannt, was mir mein Fischhändler heute empfehlen kann. Geht's gut? Ja, danke. Und Ihnen? Einwandfrei. Was kann ich Ihnen heute anbieten? Seezunge? Klein? Mittel? Oder groß? Ein schönes Produkt. Wie der Petersfisch, direkt von unserer Küste. Ich nehme eine der Seezungen. Diese hier. Frischer Fisch von der normannischen Küste. Doch eine Zutat darf für Thomas' Rezept heute nicht fehlen. Das ist Seespargel. Der wächst entlang der normannischen und bretonischen Küste. Das ist eine kleine Alge, die mit dem Spiel der Gezeiten wächst. Die werden wir heute zu unserem Fisch hinzufügen. Sie ist salzig im Geschmack und wird unser Gericht schön abrunden. Zurück in Honfleur, im Restaurant L'Endroit. Ein absoluter Geheimtipp für Genießer. Hier werden Traditionsgerichte aus der Normandie neu erfunden. Auch Chefkoch Thomas hat mit seinem frisch gekauften Fisch etwas ganz Besonderes vor. Ich mache eine Seezunge Meunière. Das ist ein typisch normannisches Rezept. Ich möchte das Ganze mit einer Algenbutter servieren. Die Algen stammen von unserer Küste. Doch die Leute trampeln einfach drauf rum, anstatt sie zu essen. Algen sind ein absolutes Superfood.
Die proteinhaltige Meerespflanze schmeckt würzig bis salzig und natürlich perfekt zu Fisch. Die Stars der normannischen Küche sind aber andere. Die normannische Küche, das ist Butter und Sahne. Die geteilte Freude, so wie wir es von unseren Müttern und Großmüttern kennen. Es sind Gerichte, um das Leben zu genießen. Butter, der Schlüssel zum authentisch normannischen Geschmack. Thomas richtet den knusprig gebratenen Fisch an. Für den besonderen Pfiff kommt auf die Seezunge gleich zweimal Alge. Geschmolzen und frisch. Das ist meine kleine neue Kreation. Mit Seespargel. Der verleiht dem Gericht nochmal eine schöne, knackige Frische. Damit werde ich hoffentlich die Geschmacksknospen überraschen können. Thomas' neues Rezept. Was sagen die Gäste dazu? Also Mädels, probiert das doch mal und sagt mir, was ihr darüber denkt. Der Moment der Wahrheit. Das ist wirklich gut. Guten Appetit. Das normannische Küchencredo lautet, man isst gerne, viel und gut. Dabei findet sich auf den Tellern der Gourmet-Region alles, was Land und Meer zu bieten haben. Die Normandie. Frankreichs Nordwesten verzaubert durch seine Vielfalt. Sanftes Hinterland, wilde Klippen, weite Strände und überall ein klein wenig Magie.